Ahoi meine Lieben, Sütkas hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge Deponia, die komplette Reise mit Entwicklerkommentar. Ja, und wir sind immer noch dabei, das Hotel hier kennenzulernen. Abgeschlossen. Doc? Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Abgeschlossen. Goal? Keine Antwort. Okay. Gut, durch die zwei Zimmer sind wir also zügig durchgekommen. Dann gehen wir erstmal hier den hinteren Treppenaufgang oder Abgang eigentlich vielmehr runter. Was haben wir hier? Ein Minigame. Das wird doch garantiert ein Minigame. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Und auch dieses hier habe ich mir wieder mit Münzen auf Papier zuerst ausgedacht und bin wieder ganz eingenommen davon, wie ausnehmend gut das funktioniert hat. Es ist ein ganz einfaches, kleines Logikproblem, wo man aber schon ein bisschen drüber nachdenken kann. Leider benötigt es sehr viele Knöpfe. Und diese Knöpfe wurden im Verlauf des Skriptens immer wieder hin und her geschoben. Hin und her und hin und her, weil immer entweder Rufus den Knopf verdeckt hat oder aber sie nicht zur korrespondierenden Reihe oder Spalte gepasst haben. Das war ärgerlich. Da gucken wir uns doch lieber auf der rechten Seite die Ingredienzien der leckeren Pastete an, die da auf einem Plakat abgebildet sind. Miam, miam, miam. Da kriegt man doch gleich nochmal so viel Hunger. Aha. Aha, aha, aha. Okay. Was haben wir denn hier? Seitlicher Knopf, Heizung. Wie ist hier hin? Oh, so viele Räume, ich hasse das. Okay. Okay, man muss hier alle blau oder alle rot machen wahrscheinlich. Oh nee, das ist wie so dieser scheiß Würfel, sowas in der Art, oder? Die Frage ist, muss ich das jetzt schon machen? Wofür ist das gut? Wie sieht's denn jetzt aus? Was macht der hier? Ach so, der macht Knopf diagonal. Waren wir vorher, oder? Okay, gucken wir uns ein andermal an. Pastetenautomat. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Okay. Hier geht's dann zu der anderen Treppe, alles klar. Ja, dann gucken wir uns mal dieses Zimmer hier noch an. Mülltonne, da sitzt in solchen drinne. Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ah. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Es kreucht und fleucht und keucht und seucht auf Deponia. Und wieder eine Spezies, die wir vorher noch nicht entdeckt haben, ist natürlich der Pelikan. Ein deponianischer Pelikan, der hier im Müll wühlt. So muss es sein. Aber wir sehen noch eine andere uns bekannte Spezies. Aber nur wenn wir ganz genau hingucken, können wir hier, und viele haben das übersehen, unter anderem auch ein Kumpel von mir namens Herr Gregor Onk. Nennen wir ihn mal Gregor Onk. Der möglicherweise in diesem Screen nicht, aber halt doch sehr, sehr viele von unseren Schnabeltiereiern übersehen hat, die wir halt durch den kompletten dritten Teil gestreut haben. Wir haben ja schon im zweiten Teil mit angefangen, dass wir da Fusselteile versteckt haben, die zusammengesetzt, wenn man dann alle gefunden hat im gesamten Spiel, halt so ein kleines Bild ergeben. Und hier im dritten Teil
haben wir versucht, was Analoges zu machen und haben natürlich unsere eigene Schnabeltier-Fibel zusammengebaut, weil wir müssen ja natürlich annehmen, wenn wir den zweiten gespielt haben, es gibt nur 4 Schnabeltiergattungen. Das ist natürlich falsch. Auf Deponia gibt es viel, viel mehr Schnabeltiergattungen und einige davon sind in unserer neuen, vergrößerten und verbesserten Schnabeltier-Fibel zusammengestellt. Und es hat mir einen heiden Spaß gemacht, mir diese Tiernamen auszudenken. Ich mache auch manchmal privat zu Hause gar nichts anderes, als mir Tiernamen auszudenken. Mhm. Nee, warte mal, das kam jetzt falsch rüber. Es gibt übrigens jetzt hier in der Complete Journey Edition, vielleicht habt ihr es übersehen, es gibt auch Sammelobjekte im ersten Teil. Da könnt ihr Schrott suchen. Im Schrott. Hier, irgendwo habe ich doch... Tatsache. Irgendwo hatte ich doch so ein Ei schon mal rumliegen sehen. So, was haben wir hier noch? Ein Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Aber das ist aus dem Stockwerk höher. Oh Gott. Warte mal. Ja. Also das ist mir in dem anderen Teil jetzt überhaupt nicht aufgefallen, in Teil 2, dass man da irgendwelche Puzzleteile sammeln kann. Naja, müsste das halt selber nochmal spielen, um alle Puzzleteile zu finden. Jetzt gucke ich aber hier nochmal kurz rein, ob hier noch ein Ei rumlag. Hier liegt so ein komisches Auge. Nee. Also auf den ersten Blick sehe ich keins, aber ich habe irgendwo eins schon gesehen. Gucken wir hier nochmal ganz kurz. Erstmal nicht. Na gut, gehen wir weiter. Oh nein, jetzt muss ich Eier sammeln. Hier, oder? Langhaarschnabeltier. Wo waren wir noch? Hier in der Wäscherei waren wir doch auch schon. Da. Ein Wollschnabeltier. Juhu. Gibt es dafür eine Errungenschaft, wenn man sie alle findet? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir waren jetzt bei den Zimmern. So, da war natürlich viel zu gucken. Was haben wir hier noch Schönes? Vor allem haben wir die anderen noch gar nicht gefunden. Okay. Der Rezeptionist des Hotels Menetheke ist tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere. Er ist so schön nachlässig, ihm ist es so egal, was die Leute darüber denken, dass er halt auch einfach so die Wahrheit rausposaunt über den schlimmen Zustand seines Hotels. Das hat mir beim Schreiben immer sehr viel Spaß gemacht. Und auch wenn es nur ein Nebencharakter ist, der noch nicht mal einen eigenen Namen spendiert bekommen hat, er heißt einfach nur der Rezeptionist, hat er doch von den Nebencharakteren im dritten Teil, in Goodbye Deponia, vom Wordcount her den meisten Text mit. Das ist erschreckend. Aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, die Texte für ihn zu schreiben. Und natürlich liegt es auch daran, dass dieser Raum immer und immer wieder besucht werden muss in unterschiedlichsten Szenen. Denn hier beginnt ja auch die große Verwechslungskomödie, auf die ihr euch ganz, ganz dolle freuen könnt. Das heißt, in diesem Raum unter anderem finden dann später in diesem Kapitel aber noch eine ganze Reihe von wahnsinnigen Verwechslungen statt. Was fällt mir noch ein? Ich entschuldige mich sehr dafür, dass der typische Rezeptionsklingelknopf von Micha wie ein Popo gezeichnet wurde. Das hatte ich nicht unterschrieben. Und als er mir dann die Grafik gezeigt hat, habe ich so viel lachen müssen, dass ich halt nicht mehr Nein sagen konnte. So, was haben wir denn hier? Oh, ich gucke jetzt wieder nur nach Eiern. So, hier geht's irgendwo weiter. Hier haben wir eine Klingel und da geht's irgendwo weiter. Dann reden wir doch mal mit dem Typen. Und schauen mal, was der so kann. Upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte was? Nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Huch, schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Menetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut?
Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Menetekel. Okay, jetzt habe ich... Danke, mein Bester. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Okay. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Ja, schön. Menetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzer-Trasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar, im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Genau. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. Genau. So weit kommt's noch. Hallo. Ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Alter. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Okay. Klinge. Klingeling. Klingeling. Schön. Ja, erst hinten oder erst vorne lang? Ach, wir gehen jetzt mal erst hinten lang. Ach du Jemini, so viele Räume hier. Ist hier irgendwo ein Ei? Ich kann ja gucken, während Poki erstmal was erzählt. Das ist natürlich das wunderschön aufgeräumte und saubere Restaurant des Hotels Menetekel. Und besonders viel Hirnschmalz hat das natürlich erfordert, uns zu überlegen, so in einem dreckigen, speckigen, staubigen Hotel, wo verstecken wir denn da als anklickbares Objekt so ein Item, das wir halt dringend brauchten, wie Staub. Und sind halt schließlich auf die Idee gekommen, den Staub, der ja eigentlich theoretisch überall rumliegen müsste, halt in dieser Kaffeemaschine zu verstecken. Dass wenn Rufus versucht, sich einen Kaffee zu holen, er halt tatsächlich Spoiler. Staub ins Inventar bekommt. Weil sonst könnte man den ja tatsächlich überall herholen. Denn es soll ja auch alles besonders speckig und eklig und staubig sein hier. Und dazu fällt mir ein, dass ich unglaublich viele Kommentare gelesen habe unter Let's Play-Videos, in unserem Forum und ebenfalls in einigen Testberichten zu diesem Grenzbronchial, ich habe gar kein Adjektiv dafür, zu diesem Husten auf jeden Fall, das Rufus hier von sich gibt, sobald er diesen Staub aus der Kaffeemaschine holt. Du sag mal, Rufus, muss man sich jetzt eigentlich Sorgen um dich machen? Ja und nein. Also Sorge um mich ist eigentlich immer gern, vor allen Dingen, wenn sie mit Spenden einhergeht. Mhm. Und hier ist natürlich die frühkindliche Förderung wichtig. Es gibt Leute, die schicken ihre Kinder auf die Universität, damit sie es später mal zu was bringen. Oder sie gehen mit ihnen jeden Tag zum Sport, damit sie später schön fit und gesund sind. Oder sie geben ihnen vernünftige Lebensmittel zu essen, damit sie groß und stark werden. Mein Vater und sein Hobbyraum habe ich ja schon erwähnt. Ich jedenfalls habe, und das habe ich dann auch in meinem Beruf einsetzen können,
aus der fachgerechten Behandlung durch meine Erziehungsberechtigten immerhin diesen Husten zurückbehalten. Hervorragend. Eine zweite Sache, die mir in diesem Raum noch einfällt, ist ein weiteres Beispiel für die Mannigfaltigkeit der unterschiedlichen Reaktionen, die wir hier für Deponia geschrieben haben. Und zwar ist es ja so, dass wir bei einigen Objekten tatsächlich so Sammelreaktionen haben, dass halt, wenn man etwas zu essen mit Salz und Pfeffer benutzt, dass dann halt irgendwie eine Reaktion kommt grundsätzlich. Oder wenn man ein Textil hier irgendwann ein Kleidungsstück zum Beispiel mit einem anderen Gegenstand benutzt, dann gibt es halt immer eine Reaktion pro Textilie. Aber in vielen Fällen gibt es eben auch für jedes einzelne Objekt einen Text. Und selten sieht man die Not des Autoren dann so offensichtlich wie in dem Objekt der Mutter, dass die sich, wenn ihr jetzt gerade erst diesen Raum betreten habt, dann müsst ihr jetzt vielleicht kurz weghören, die sich, piep, weghören, piep, die sich da unter dem Bild versteckt, deswegen hängt das auch so schief. Und da ist nämlich tatsächlich, versteckt sich da eine Mutter drunter. Und wenn man da Objekte mit benutzt, dann kommt eigentlich zu jedem zweiten Objekt ein neuer Deine-Mutter-Witz. Was mir sehr schwer gefallen ist, es zu schreiben. Und eigentlich ist es mir noch schwerer gefallen, diese Idee von mir unserem Rufus vorzustellen, der ja immer sehr viel Acht darauf gibt und sehr viel Wert darauf legt, dass er halt nur wirklich sehr intelligenten Humor halt in seinen Texten haben möchte. Und diese Deine-Mutter-Witze war so ein bisschen eine Gratwanderung. Ja, also du hast sie damals sehr geliebt. Du hast jetzt auch wieder rumgejammert, was das für eine Arbeit war. Ich möchte da mit einem Zitat des großen Bruno Bozzetto aufwarten. Man muss sich auch mal selber loben, bevor die oben wieder toben. Okay. So, was haben wir hier? Wir haben hier Salzstreuer. Nehmen wir mit, oder? Toll. Wir haben einen Pfefferstreuer. Nehmen wir auch mit. Wir haben hier einen Korkenzieher. Nehmen wir auch mit. Und wir haben hier eine Kaffeemaschine. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Ja, tatsächlich noch was drin. Staub. Alter, ist das, was ist denn da gerade wieder runter? Hä? Mir fällt immer was runter, wenn wir das Inventar aufmachen. Ist ja stark. So, und hier hinter dem Bild? Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Oh. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Genau. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Und jetzt sollen wir mal alles versuchen, okay? Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Eine Mutter. Okay. Was hängt nur rum und trägt immer denselben Fummel? Eine Mutter. Okay. Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Eine Mutter. Das bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meiner Mutter. Hey, die Mutter. Kennen wir doch schon. Was ist klein und rund und riecht nach Fisch? Eine Mutter. Oh, der ist auch gemein. Zimmerschlüssel Nummer 5. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Eine Mutter. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Eine Mutter. Was steht in der Küche und eine okay. Mutter? Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Eine Mutter. Boah, ist das gemein, ey. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Eine Mutter. Das ist schön, wie er sich immer wieder drüber beölt, ja? So, hier geht's zurück zur Rezeption hier rechts und hier links. Ich sehe aber auch kein Ei hier in diesem Raum. Zur Rezeption. Ach so, da kommen wir auch wieder zur Rezeption. Das ist ein
Alles klar. So, jetzt haben wir aber die Leute noch nicht gefunden. Das heißt doch in Zimmer 5, ne? Vorher gucken wir mal schnell nochmal hier oben. Aber hier oben ist kein Ei, oder? Ja, dann los, ab zu den Zimmern. Und dann müssen wir mal Zimmer... Muss ja eins von diesen hier sein, ne? So. Jetzt warte ich hier noch die letzten 3 Sekunden ab. So, 20 Minuten sind geschafft. Also, die Zimmertür öffnen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, also von daher... Ja, sortiere Worte und kaufe ein Vokal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.